Für die westlichen Leitmedien scheint der Sachverhalt wieder einmal klar zu sein, wenn sie über die sogenannte Bunte Revolution in Mazedonien berichten. Die Bunte Revolution hat ihren Namen daher, weil Demonstrierende mit Farbbeuteln auf symbolträchtige Bauten werfen. Sie spielt vor allem auf folgende Farbrevolutionen an, die zu einem nicht immer gewaltfreien Regimewechsel im Sinne der westlichen Politik führten. Im Jahr 2000 in Jugoslawien, 2003 die Rosenrevolution in Georgien, 2004 die Orange-Revolution in der Ukraine, 2005 die Zedernrevolution im Libanon und auch 2005 die Tulpenrevolution in Kirgisien. Die Proteste in Skopje, Mazedoniens Hauptstadt, flammten erneut auf, nachdem Mazedoniens Präsident George Ivanov am 12. April verkündet hatte, dass er einige Dutzend Personen begnadigt habe. Gegen diese ermittelte die Sonderstaatsanwaltschaft wegen Wahlfälschung, Einmischung in die Arbeit der Justiz und Korruption. Seither gehen jeden Abend Tausende auf die Straße und demonstrieren gegen die Regierung. Doch ist die Lage in Mazedonien wirklich so eindeutig darzustellen? Friedliche Demonstranten gegen eine korrupte, bürgerfeindliche Regierung, wie es die westliche Presse zu wissen meint? Hier nun einige von den Leitmedien kaum erwähnte Gegenstimmen. Die Regierung Mazedoniens ihrerseits wirft den Demonstranten vor, sie ließen sich von fremden Mächten wie der Stiftung des US-Milliardärs Soros instrumentalisieren und ein ausländischer Geheimdienst habe die Abhörbänder hergestellt. Vor einem Jahr hatte die linke Opposition eine ganze Reihe abgehörter Telefongespräche veröffentlicht, die mehrere Korruptionsskandale der Regierungspartei belegen würden. Fakt ist, dass eine Schlüsselorganisation hinter den Protesten die Open Society Foundations, zu Deutsch offene Gesellschaftsstiftung, des US-amerikanischen Milliardärs George Soros ist. Dies gab der Leiter der Open Society Foundations in Mazedonien in einem Interview dem internationalen Fernsehsender RT vor Ort in Skopje selber zu. Die Open Society Foundations ist bekannt dafür, Farbrevolutionen bis hin zu den Protesten in der Ukraine, die Ende 2013 auflammten und zum blutigen Putsch führten, mit Millionen von Dollars unterstützt zu haben. Für den mazedonischen Medienpropaganda-Analysten Vladimir Pandowski sind die Proteste in Skopje nichts weiter als eine Inszenierung. Die Teilnehmer seien massiv durch soziale Netzwerke angeworben worden. Nach allen Angaben weiß Regierungschef Nikola Gruevski einen Großteil der Bevölkerung hinter sich und hat einen klaren Aktionsplan. Auch der prominente mazedonische TV-Journalist Slobodan Tomic und andere Experten wie der serbische Politikwissenschaftler Dusan Prorokovic sprechen von einer hohen Popularität des Premierministers Gruevski. Die Situation in Mazedonien habe sich zugespitzt, nachdem die Regierung in Skopje damit begonnen habe, eine Annäherung mit Russland und China in Erwägung zu ziehen. Prorokovic verwies darauf, dass bei der Oppositionsdemo in Skopje Diplomaten aus den USA und der EU zugegen waren. Ähnlich war es bei den Euromaidan-Protesten in der Ukraine zugegangen, als EU-Politiker und US-Senatoren das Camp der ukrainischen Opposition in Kiew besuchten. Zwei Monate später kam es in der Ukraine zu einem blutigen Umsturz. Slobodan Nikolic, Vorsitzender der russischen Partei, und viele andere Experten sehen hinter den Protesten in Mazedonien die Vorbereitung eines gewaltlosen Regimewechsels mit dem Ziel, die für die USA und Westeuropa unliebsame Regierung in Skopje loszuwerden. Diese lehne die Russland-Sanktionen ab und unterstütze das russische Pipeline-Projekt Turkish Stream. Mit der Gaspipeline soll russisches Gas durch die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn nach Europa fließen. Details dazu finden Sie in den Sendungen vom 26. August und 15. November 2015. Politikwissenschaftler Georgi Engergard von der Russischen Wissenschaftsakademie pflichtet bei, ich zitiere, die USA und die EU versuchen, die Transitoption Mazedonien für das russische Gas auszuschalten, um, wie sie selbst glauben, Russland wirtschaftlich vom Balkan zu verdrängen. Der Experte ist sicher, ein Machtantritt von Oppositionschef Saev würde die Pläne für den Transit russischen Gases durch Mazedonien durchkreuzen. Sricha Trefkovic, Chefredakteur des US-amerikanischen Magazins Chronicles, folgert, dass die Antiregierungsaktionen nach dem klassischen Szenario des Westens laufen. Wieder einmal soll eine Regierung, die sich den Interessen Washingtons und Brüssels entgegenstellt, gestürzt werden.
Diese von der westlichen Presse weitgehend zensierten Gegenstimmen ergeben eine durchaus andere Sicht auf die aktuellen Unruhen in Mazedonien. Auch für Mazedonien gilt, genauso wie für andere krisenerschütterte Länder wie Brasilien, Venezuela, die Ukraine oder Syrien, die Einschätzung der westlichen Medien ist zu hinterfragen und eine Zweitmeinung einzuholen. Oft sind scheinbare innenpolitische Krisen inszeniert oder werden zumindest instrumentalisiert. Deshalb ist es wichtig, sie in einem größeren globalen Zusammenhang zu sehen. Denn meistens sollen sie dazu führen, die US-amerikanische Position weiter zu stärken bzw. die russische zu schwächen. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, in Mazedonien haben am Montag, dem 18. Mai 2015, über 20.000 Menschen für Regierungschef Nikola Gruevski demonstriert. So berichtete das Schweizer Radio SRF in seinen Nachrichten. Zu der Kundgebung in der Hauptstadt Skopje hatte die Regierung aufgerufen, nachdem zuvor Massenproteste gegen Gruevski stattfanden. Am Sonntag hatten nämlich in Skopje über 20.000 Regierungsgegner den Rücktritt Gruevskis gefordert. Die Opposition wirft dem konservativen Politiker Korruption vor. Sie macht ihn fernerhin für die illegale Überwachung tausender Bürgerinnen und Bürger verantwortlich. Schon seit längerem werden Stimmen laut, dass in Mazedonien der nächste Regimewechsel geplant sei. Wie bei der verfassungswidrigen Absetzung des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, die nachweislich von den USA initiiert wurde, sollen auch die Unruhen in Mazedonien von außen initiiert sein, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Gibt es nun irgendwelche Anzeichen, die diese Stimmen belegen? Klagemauer TV ist dieser Frage nachgegangen. Auf einen geplanten Regimewechsel deutet hin, dass, wie seinerzeit in der Ukraine, auch die Unruhen in Mazedonien von innen wie von außen durch gewaltbereite Gruppierungen geschürt werden. So sind laut dem mazedonischen Innenministerium seit Anfang Mai immer wieder bewaffnete Kämpfer nach Mazedonien eingedrungen und hätten unter anderem einen Polizeiposten überfallen. Am 9. Mai kam es dann zu 30 Stunden langen Kämpfen zwischen mazedonischen Sicherheitskräften und bewaffneten Angreifern in Kumanova, der drittgrößten Stadt Mazedoniens. Dabei seien 8 Polizisten und 14 Angreifer getötet worden. Angaben zu zivilen Opfern liegen nicht vor. Das Gros der verhafteten Angreifer sei Albaner aus dem nahegelegenen Kosovo gewesen. Ein Regierungssprecher führte aus, die Angreifer seien von Kommandanten der ehemaligen Rebellenarmee UÇK im Kosovo angeführt worden. Viele der Angreifer hätten offenbar Verbindungen zu der terroristischen UÇK. Über die Motive der Kumanova-Angreifer herrscht noch Unklarheit. Ministerpräsident Nikola Gruevski spricht von Terroristen und geht davon aus, dass sie Mazedonien destabilisieren wollen. Die mazedonische Opposition vermutet, dass das Regime selber hinter der Aktion stehe, um von der seit Monaten andauernden politischen Krise in Mazedonien abzulenken. Andere wiederum sehen Anhänger eines Großalbaniens hinter der Tat, obwohl die Angreifer keine derartigen Forderungen gestellt hatten. Für den serbischen Politikwissenschaftler Dusan Prorokovic ist es, ich zitiere, unvorstellbar, dass 70 bis 80 Bewaffnete ohne Wissen der westlichen Geheimdienste die Grenze zwischen dem Kosovo und Mazedonien übertreten und eine Stadt angreifen. Prorokovic vermutet, dass die USA als Drahtzieher hinter den Angriffen stünden, um so den Bau der russischen Gaspipeline Turkish Stream zu vereiteln. Mazedonien sei nämlich das schwächste Glied der zukünftigen Pipeline-Route. Und genau hier liegt ein weiteres Indiz für einen geplanten Regimewechsel. Genau wie der Krieg in der Ukraine unter anderem auch ein Krieg um das russische Gas ist, scheint es ebenso in Mazedonien um US-amerikanische Interessen hinsichtlich des Gases zu gehen. In Washington machte man nie einen Hehl aus der Absicht, dem russischen Erdgasunternehmen Gazprom den europäischen Absatzmarkt wegzunehmen. Und zwar durch politischen Druck auf seine Abnehmer. So scheiterte das Gasprojekt South Stream, weil sich Bulgarien auf Druck der USA dagegen stellte. South Stream sollte russisches Erdgas nach Europa bringen. Gazprom ist der größte zivile Arbeitgeber Russlands. Der russische Staat hält im Aufsichtsrat die Mehrheit der Sitze. Nach dem Ende des russischen South Stream-Projekts musste Gazprom nach Alternativen suchen. Daraufhin kündigte der russische Staatspräsident Wladimir Putin eine griechisch-mazedonische Umleitung als Lösung an. Das sogenannte Turkish Stream Projekt.
Die Pipeline soll auf dem Grund des Schwarzen Meeres von Russland in die Türkei und weiter nach Griechenland verlegt werden. Von dort soll über ein Verteilerzentrum das Gas nach Mazedonien, Serbien und Ungarn gehen. Die Außenminister von Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn trafen sich am 7. April in Budapest, um das Projekt Turkish Stream zu besprechen. Interessanterweise begannen einen Monat später die Anti-Regierungsdemonstrationen in Skopje. Während der jetzige mazedonische Regierungschef Nikola Gruevski Turkish Stream unterstützt, lehnt sie Oppositionschef Zoran Zaev ab. In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist auch, dass die derzeitige Regierung Mazedoniens auf Sanktionen gegen Russland verzichtete. Ein Regimewechsel wäre für Russland daher schlecht, aber von großem Interesse für jene, die gegen die Turkish Stream sind, allem voran die USA. Meine Damen und Herren, erkennen Sie den roten Faden, der darauf hindeutet, dass es sich bei den Unruhen in Mazedonien wiederum um einen von den USA initiierten Regimewechsel handeln könnte? Russland soll mit allen Mitteln vom europäischen Markt verdrängt und somit wirtschaftlich geschwächt werden. So wurde zum Beispiel auch sogleich die neue griechische Regierung entsprechend unter Druck gesetzt. Der griechische Minister Panagiotis Lafatsanis teilte mit, dass der Energiebeauftragte des US-Außenministeriums bei einem Treffen frei heraus gesagt hätte, die Amerikaner lassen sich das Turkish Stream-Projekt nicht gefallen. Beobachten Sie die Unruhen in Mazedonien im Blickwinkel dieses roten Fadens weiter. Einen guten Abend und auf Wiedersehen. Mitte August dieses Jahres sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos, dass die Flüchtlinge zunehmend über die Staaten des Balkans, die sogenannte Balkanroute, in die Europäische Union gelangten. Im Juli allein seien in Ungarn 35.000 Menschen angekommen. Die Flüchtlingsströme über die Balkanroute nehmen inzwischen weit größere Ausmaße an als die auf dem gefährlichen Seeweg über das Mittelmeer. Die Regierungen in den südosteuropäischen Staaten sind maßlos überfordert und die Lage drohe zu eskalieren. Fast täglich erreichen uns Bilder von Horrorszenarien aus diesen Ländern. In all den Ländern mangelt es an Auf- und Empfangslagern. Etablierte Asylsysteme gäbe es nicht. Denn bis vor wenigen Jahren habe niemand auf dem Balkan Asyl beantragt, berichtete Andreas Ernst, Korrespondent der Neuen Züricher Zeitung und Südosteuropa-Experte. Grund genug für Klagemauer TV, einen Blick auf die Balkanroute zu werfen, um welche Staaten es sich genau handelt und wie der plötzliche Ansturm erklärt werden könnte. Erste Station, Türkei. Die allermeisten Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak kommen auf dem Landweg über die Türkei in die EU. Die Türkei hat am meisten syrische Flüchtlinge aufgenommen, fast 2 Millionen Menschen. Die Vertriebenen leben in 20 Lagern mit je 8.000 bis 27.000 Flüchtlingen. Obwohl die Flüchtlinge von der türkischen Bevölkerung gut aufgenommen würden, sei die Lage in den türkischen Flüchtlingslagern dramatisch, meldet das Schweizer Radio SRF am 21. August 2015. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen musste in 9 von 20 Lagern die Ernährungshilfe stoppen. Die Türkei komme an ihre Grenzen. Zweite Station, Griechenland. Allein im Juli waren etwa 50.000 Flüchtlinge aus der Türkei per Boot nach Griechenland gelangt, so SRF am 24. August. Die Chefin der Provinzverwaltung von Lesvos sagte, ich zitiere, auf den Inseln der nördlichen Ägäis leben 298.000 Menschen. Seit Anfang dieses Jahres haben wir 119.000 Flüchtlinge aufgenommen. Das überschreitet unsere Möglichkeiten. Die Zustände auf den griechischen Inseln und speziell auf Kos seien unhaltbar. Auf den Inseln herrscht das totale Chaos, sagte der Europadirektor von UNHCR. Es gäbe überhaupt keine Infrastruktur für die Aufnahme der Menschen. Es fehle an sanitären Einrichtungen und die meisten Flüchtlinge müssten schutzlos unter freiem Himmel schlafen. Auch kam es zu Ausschreitungen und den Polizisten blieb nichts anderes übrig, als mit Schlagstöcken gegen Migranten vorzugehen. Dritte Station, Mazedonien. Hilfsorganisationen schätzen, dass täglich mehr als 2000 Menschen illegal die griechisch-mazedonische Grenze überqueren. Einige tausend kapieren im Niemandsland, da Mazedonien die Grenze teilweise dicht macht. Die mazedonische Polizei habe Tränengas gegen aufgebrachte Flüchtlinge eingesetzt, wie SRF am 21. August berichtete.
Laut dem SRF-Sonderkorrespondenten Stefan Rathgeb gäbe es in Mazedonien kein Verständnis dafür, warum ein so kleines Land täglich tausende Menschen durchschleusen solle. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz war am 24. August vor Ort in Mazedonien und sagte, ich zitiere: Die Westbalkanländer werden überrannt und sich selbst überlassen. Vierte Station, Serbien. Nach Schätzungen des UNO-Flüchtlingswerks UNHCR hätten allein am Wochenende vom 22. und 23. August mehr als 7000 Menschen Serbien erreicht. Rund 4000 Flüchtlinge steckten auf einem Feld im Süden Serbiens fest. Die serbischen Behörden seien überfordert und die Versorgungslage prekär, meldete SRF am 23. August. Seit Anfang des Jahres haben in Serbien über 35.000 Flüchtlinge einen Asylantrag gestellt. Fünfte Station, Ungarn. Viele der Flüchtlinge wollen von Serbien über Ungarn weiter nach Westeuropa. Nach ungarischen Behördenangaben kamen in diesem Jahr bereits rund 81.000 illegale Flüchtlinge nach Ungarn, allein rund 80.000 davon aus Serbien. Viele von ihnen wollen nach Österreich oder Deutschland weiterreisen. Um den Ansturm der Flüchtlinge aus Serbien zu unterbinden, hatte Ungarn Mitte Juli mit dem Bau eines Grenzzauns aus Stacheldraht begonnen. Einmal fertiggestellt soll dieser Zaun 4 Meter hoch und 175 Kilometer lang sein. Soweit die Stationen der Balkanroute auf dem Weg nach Mitteleuropa. Vor allem nach Deutschland und Österreich. Gemäß neuesten Schätzungen werden in Deutschland bis Ende des Jahres 800.000 Flüchtlinge erwartet. Ob es sich bei den rapide ansteigenden und eskalierenden Flüchtlingsströmen durch Südosteuropa um Zufall handelt oder ob diese gezielt gesteuert werden, kann zurzeit nur vermutet werden. Für den deutschen Analysten und freien Journalisten Christoph Hörstel ist klar, ich zitiere: Wir haben als NATO-Länder selbstverständlich die Möglichkeit, mit unseren Geheimdiensten solche Flüchtlingsströme und zum Beispiel die Schlepperbanden zu stoppen. Aber nein, meine Analyse ist, wir fördern das und da gibt es eine Reihe Daten dazu. Zitat Ende. Über solche Daten, wer hinter der Regulierung der Flüchtlingsströme nach Europa stecken könnte, wurde ausführlich in den Sendungen vom 15. und 16. August berichtet. Was jedoch bei der Balkanroute und deren eskalierenden Flüchtlingsströmen ins Auge gefasst werden muss, ist die Tatsache, dass es sich genau um dieselben Staaten handelt, die auch am sogenannten Turkish Stream Projekt beteiligt sind. Dabei handelt es sich um ein internationales Projekt einer Gaspipeline, die auf dem Grund des Schwarzen Meeres in die Türkei verlegt werden soll. Die Investitionen für Turkish Stream werden vollständig vom russischen Erdgasförderunternehmen Gazprom finanziert. Gazprom ist der größte zivile Arbeitgeber Russlands, wobei der russische Staat im Aufsichtsrat die Mehrheit der Sitze hält. Turkish Stream soll russisches Erdgas nach Europa liefern, nachdem das Gasprojekt South Stream, das Europa über Bulgarien versorgen sollte, scheiterte. Bulgarien hatte sich auf Druck der USA dagegen gestellt. Turkish Stream soll nun von der Türkei weiter nach Griechenland verlegt werden. Von dort soll über ein Verteilerzentrum das Gas nach Mazedonien, Serbien und Ungarn gehen. Die Außenminister von Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn trafen sich am 7. April in Budapest, um das Projekt Turkish Stream zu besprechen. Dass gerade die Balkanländer Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien und das angrenzende Ungarn Turkish Stream unterstützen und mit Russland kooperieren, ist der US-amerikanischen Regierung offensichtlich ein Dorn im Auge. So soll der Energiebeauftragte des US-Außenministeriums Amos Hochstein bei einem Treffen mit dem griechischen Strukturreformminister Panagiotis Lafazanis Anfang Mai 2015 direkt gesagt haben: Die Amerikaner lassen sich das Turkish Stream Projekt nicht gefallen. In Washington macht man kein Hehl aus der Absicht, Gazprom den europäischen Absatzmarkt wegzunehmen. Und zwar durch politischen Druck auf seine Abnehmer, wie Klagemauer TV in der Sendung vom 24.07.2015 ausführlich berichtete. Ob die eskalierenden Flüchtlingsströme in und durch die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn unter anderem auch mit deren Beteiligung mit Turkish Stream direkt zusammenhängen, kann nicht mit letzter Gewissheit gesagt werden. Auch nicht, ob dadurch der Bau der Turkish Stream verhindert werden soll. Was aber gesagt werden kann, ist erstens,
dass gerade diese Länder, die das Turkish Stream-Projekt unterstützen, durch die Flüchtlingsströme massiv geschwächt und destabilisiert werden. Und zweitens, dass die US-amerikanische Handschrift hinter den Flüchtlingsströmen zu finden ist. Zu beurteilen, ob es sich dabei um einen Zufall handelt, bleibt Ihnen, liebe Zuschauer, selbst überlassen. Instrumentalisierende Kriegsführung. Jeder Krieg wird mit Strategie geführt. Die geschickteste Kriegsstrategie ist diejenige, die einen Feind unmerklich so manipuliert, dass er sich schrittweise selber vernichtet und zuvor womöglich noch sein eigenes Grab schaufelt. So dumm wird doch aber gewiss niemand sein, mag man hier einwenden. Doch halt, nicht zu schnell geurteilt. Unter dem Einfluss geschickter Kriegsstrategen leider eben schon. Denn moderne Kriegstreiber beherrschen die Taktik des Instrumentalisierens. Der erklärte Feind wird dabei, mit anderen Worten, gezielt zum Instrument in der eigenen Hand geschmiedet. Längst werden ganze Völker auf diese Weise strategisch so manipuliert, dass sie sich aufgrund ablenkender Täuschungsmanöver unmerklich selber vernichten. Und zwar mit brennendem Eifer, großer Selbstaufopferung, man höre und staune, sogar noch auf eigene Kosten. Doch obwohl diese Instrumentalisierung vor allen Augen geschieht, durchschauen nur die wenigsten das finstere Spiel. Damit sich das künftig ändert, erklären wir nun am Fall Libyens das immer gleiche Prinzip. Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass Libyen seinen strategischen Angreifern seit Beginn nur als Durchgang und als geschickte Ablenkung von weit höheren Zielen diente. Doch wer sind die Angreifer und um was geht es ihnen, wenn nicht in erster Linie um Libyen? Die Angreifer sind Globalstrategen. Ihre Ziele sind zunächst Europa und dann der Rest der Welt. Mit teuflischem Geschick spielen sie ihre globalen Kriegsspiele zur Erlangung ihrer Weltherrschaft. Ihre stärksten Instrumente sind gegenwärtig die US-Armee und die NATO. Auch diese sind allerdings nur missbrauchte Handlanger, die sich gerade mit großem Eifer den eigenen Strick winden. Noch tun sie ihre Arbeit perfekt, darum warten ihre Drahtzieher noch damit, sie daran baumeln zu lassen. Doch es erwartet auch sie dasselbe Schicksal, das sie zuvor ihren Untertruppen, den ausgedienten Lohnterroristen, regelmäßig zufügte. Das nachfolgende Handlungsmuster ist nur eines von vielen aktuellen Beispielen. Dieses lässt sich auf sämtliche westlichen militärischen Interventionen der vergangenen Jahrzehnte übertragen, meist mit dem exakt gleichen Ablauf. Zurzeit gleichen die US-Imperialisten noch überaus geschickten Mühlespielern. Ihre Taktiken sind undurchschaubar, ihre Vorgehensweise listig, denn jeder ihrer Spielzüge folgt strategisch dem Gesetz von mindestens drei exakt vorausberechneten Spielzügen. Zum grundlegenden Verständnis. Ziel des Mühlespieles ist es, durch das Bilden sogenannter Mühlen jeweils drei eigene Steine in eine Reihe zu bringen. Gelingt dies, verliert der Gegner einen Stein. Wie auch beim Schachspiel liegt die stärkste Taktik des geübten Spielers darin, dass er sein Gegenüber gezielt täuscht, durch vorausberechnete Züge in seine Fallen lockt, den Naiven sogar für seine Zwecke instrumentalisiert, sodass er möglichst schnell die begehrte Win-Situation erlangt. Und weil er immer mindestens drei Spielzüge vorausdenkt, gelingt ihm das auch. Diese Global Player, zu Deutsch weltumspannenden Spieler, haben es im Fall Libyens einmal mehr geschafft, ihr immer gleiches Ziel voranzutreiben. Was genau ist dieses Ziel? Die Totalschwächung und Destabilisierung Europas und der ganzen noch nicht amerikanisierten Welt. Wie wir nachfolgend detailliert sehen werden, war dies vom ersten strategischen Spielzug an das fixierte Ziel. Und dieses erfüllt sich in diesen Tagen durch geschwächte Länder des sogenannten arabischen Frühlings, die sich unter gar keinen Umständen mehr selber erhalten können.
neuen Flüchtlingsströmen von Millionen, Abermillionen Menschen, die nach Europa fliehen und zwangsläufig eine Öffnung der Landesgrenzen verursachen. Europa versinkt dadurch langsam, aber nicht zufällig, im Sumpf zunehmender sozialer, wirtschaftlicher, politischer, aber auch religiöser Probleme. Strategisches Ziel dahinter ist die total erschöpfte und daher willige Einreihung in die neue Einweltordnung der globalen Drahtzieher. Und genau dazu wären die Nationalstaaten Europas ohne das bewusst orchestrierte Chaos nie bereit gewesen. Genauso wenig, wie es die vergleichsweise blühenden afrikanischen Staaten vor dem arabischen Frühling waren. Identisch mit 4 strategisch wohldurchdachten ersten Mühlespielzügen verschaffen sich diese US-Imperialisten unaufhaltbare Vorteile, die bereits heute, knapp 4 Jahre nach dem blutigen Sturz von Muammar al-Gaddafi, in einer Zwickmühle, sprich Win-Win-Situation für die Globalisten geendet haben. Der erste strategische Spielzug der US-Regierung im beispielhaften Mühleschlachtfeld namens Libyen-Invasion geht bis ins erste Amtsjahr von US-Präsident Obama im Jahr 2009 zurück. Durch die erstmalige Zulassung von Gaddafi als Vertreter der Afrikanischen Union am G8-Gipfel in L'Aquila 2009 und dem Anschein, allmählich einen fairen Dialog im Öl- und Gasverhandlungen zu finden, platzierte der globale Mühlespieler seinen ersten Spielstein gleichsam in die strategisch perfekte Ecke im Spielfeld. Die Welt glaubte zum ersten Mal unter der Obama-Regierung aufatmen zu können, was die Beziehung zwischen Libyen und den USA betraf. Dies im Vergleich zur Vorregierung unter Ronald Reagan, der Gaddafi einst als verrückten Hund des Nahen Ostens bezeichnet hatte. Jedoch, und dies vor der Weltöffentlichkeit verborgen, pflegte die US-Regierung bereits ein Jahr zuvor Beziehungen zu bestimmten Figuren in Gaddafis Regierung und diskutierte heimlich über die Vorteile, die eine Beseitigung Gaddafis brächte. WikiLeaks veröffentlichte in diesem Zusammenhang eine Depesche vom Juli 2008, die eine Verbindung zwischen der US-Botschaft mit Shukri Ghanim, dem von Gaddafi eingesetzten Ministerpräsidenten und Erdölminister Libyens, nachweist. Diese Depesche hält fest, wie die US-Botschaft mit Ghanims Vermittler darüber austauschte, dass es in Libyen keine wirklichen ökonomischen oder politischen Reformen geben werde, solange Gaddafi nicht tot sei. Die ahnungslosen Völker Europas und alle Medien wurden bei diesem ersten Spielzug also bewusst getäuscht und instrumentalisiert. Alle Massenmedien, alle Politiker und Bürger, die das berüchtigte Händeschütteln von Obama und Gaddafi als historisches Ereignis durch die Welt posaunten, spielten damit dem strategischen US-Regime direkt in die Hände und bekräftigten deren Ablenkungsmanöver. So platzierten die Völker Europas in der Rolle des naiven Spielers ihren Spielstein gleichsam irgendwo wahllos in der Mitte des Spielfeldes. Wir halten fest, von Anfang an waren es weder die sozialen, die politischen noch wirtschaftlichen oder gar religiösen Verbesserungen Afrikas das eigentliche Ziel, ja noch nicht einmal deren Ölvorkommen. Denn was die moderne Geologie heute weiß, wissen die US-Kriegstreiber schon längst. Hochrangige Wissenschaftler bezeichnen das Erdöl heute als Blutkreislauf der Erde. So wie sich mit anderen Worten verlorenes Blut im menschlichen Körper sogleich wieder nachbildet, so auch verbraucht das Erdöl im Innern der Erde. Die Erde ist also ein Organismus. Darum lassen die Kriegstreiber nicht selten auch bedenkenlos ganze Ölfelder in Flammen aufgehen. Man denke da nur an Irak und verschiedene andere Orte. Mit der Besetzung erdölfördernder Länder geht es den Globalisten darum nicht vorrangig um finanzielle Gewinne für sich, sondern um wirtschaftliche Verluste für die anderen. Vorrangig geht es ihnen mit anderen Worten um die Verhinderung jeglicher Autarkie, sprich wirtschaftlichen Unabhängigkeit aller noch nicht von ihnen abhängigen Länder. Freilich dienen ihnen die beschlagnahmten Erdölvorkommen dann auch gleichsam als Taschengeld auf dem Weg der Errichtung der eigenen Machtstrukturen, aber dies erst zweitrangig. Als zweiter Spielzug der US-Strategen folgte anfangs 2011 eine bewusst vom eigentlichen Ziel ablenkende Strategie, die auf den ersten Blick einfach nur völlig zusammenhangslos schien. Im Bilde gesprochen platzierte der vorausberechnende Globalstratege seinen Spielstein in der weit entferntesten Ecke zu seinem ersten Spielstein. In der Praxis sah das so aus. Man drängte Gaddafi plötzlich gezielt als Schreckensdiktator in die Ecke.
Mit ihm wurde das angeblich so furchtbar unterdrückte und geschändete libysche Volk zum Tagesgespräch. All dies aber nur, um vorweg die Gemüter auf der ganzen Welt zu erhitzen und die unbedingte Notwendigkeit eines militärischen Eingriffs vor Volk und Politik zu rechtfertigen, sprich Völker und Weltpolitik für die nächsten Spielzüge zu instrumentalisieren. Was die Weltöffentlichkeit jedoch nie zu hören bekam, war die Tatsache, dass die US-Regierung schon zur Zeit des Händeschüttelns mit Gaddafi eifrig terroristische Milizen, Al-Qaida-Kader und Rebellen im Kampf gegen die Regierung von Muammar al-Gaddafi zurüstete. Einmal mehr ließen sich durch diese bewusst vorausgeplante Strategie des US-Regimes das unwissende europäische Volk, alle Massenmedien bis hin zu freien Aufklärungsdiensten instrumentalisieren. Jeder aufgehetzte Weltbürger, der sich gegen das angeblich diktatorische Regime von Gaddafi aussprach, spielte dabei direkt in die Hand der Verursacher des Konflikts und legitimierte damit den von Anfang an geplanten militärischen Einsatz der Globalstrategen. Zu spät merkten einige Europaspieler, dass sie dem Gegner zu einer Win-Win-Vorlage verholfen hatten. Als sie diese größeren Zusammenhänge dann medienwirksam unters Volk bringen wollten, schwiegen die Medien sich im Verbunde aus. Im Gegenteil täuschten Journalisten wie die der New York Times sogar das Volk, indem sie den Konflikt in Libyen wider besseres Wissen zum reinen Bürgerkrieg herunterspielten. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. Der in Wahrheit 6 Monate andauernde Bombenkrieg der NATO gegen Libyen fand dabei bestenfalls über freie und unabhängige Medien Erwähnung. The people of Libya must be protected. So platzierte also das unwissende Volk, im Bilde gesprochen, auch seinen nächsten Spielstein einmal mehr im getäuschten Wissen, ohne zu realisieren, dass es mit seinem Schrei nach militärischer Hilfe den globalen Spielen bereits zur ersten Win-Win-Situation verholfen hatte. Wir halten wieder fest, auch bei diesem Spielzug ging es den US-Strategen in keinster Weise, wie vorgegeben, um die Aufrichtung besserer Lebensverhältnisse in Afrika, sondern einzig um den Ausbau ihrer eigenen globalen Machtstruktur. Die lauthals proklamierten demokratischen Strukturen auf dem schwarzen Kontinent und dergleichen, sie dienten einzig dem Schein, zwecks Ablenkung und Instrumentalisierung aller umliegenden Völker. Der globale Herrschaftsgedanke lässt in Wirklichkeit auch nicht ein einziges arabisches Land irgendwie hochkommen. Die Angreifer Europas zielen bei allem ganz im Gegenteil stets auf die völlige Zerstörung jeglicher Autarkie, sprich Selbsterhaltung, aller noch nicht amerikanisierten Länder ab. Beim dritten strategischen Spielzug im Libyen-Schlachtfeld im Oktober 2011 fand der Krieg in Libyen seinen Höhepunkt im Bombenhagel auf die Mutterstadt Gaddafis und in der unmenschlichen Ermordung Gaddafis, die die damalige Außenministerin Hillary Clinton mit dem schadenfrohen Ausspruch kommentierte: As we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? He died, he died. He died, he died. He died, he Erneut ließen sich planmäßig Massenmedien und alle Völker instrumentalisieren, indem sie im Geiste Hillary Clintons die Beseitigung Gaddafis als Erlösung für das unterdrückte Volk in Libyen verkündigten. Wir halten wieder fest, auch bei diesem gelungenen Siegeszug ging es nicht um die Befreiung eines unterdrückten Volkes von ihrem Diktator, aber ebenso nicht in erster Linie um die Einsetzung einer US-hörigen Regierung in Libyen, sondern um die von langer Hand geplante Destabilisierung und Aufweichung des europäischen Kontinents. Um das gezielte Schüren eines gigantischen Chaos im Hause Europa. Auf das dieses sich irgendwann erschöpft in die neue Weltordnung der globalen Spieler einreihen möge.
sehen wir uns dazu die Konsequenz der vierten Spielpartie und damit des Siegeszuges zugunsten genannter Kriegstreiber und ihrer Lakaien in Politik und Medien an. Sie zeigt sich heute, 4 Jahre später, im Jahre 2015, in erschreckendem Ausmaß. Sie gipfelt im eigentlichen Ziel des Angreifers. Das sind die von ihm hervorgebrachten Flüchtlingsströme. Sie durchfluten nun zu Millionen die europäischen Länder. Libyen, das einst reichste Land des afrikanischen Kontinents, liegt zerstört am Boden. Und auch die benachbarten Länder sind destabilisiert durch Armut, Elend, Diebstahl, Korruption und vieles andere mehr. Libyen unter Gaddafi. Es wurden auf Kredite keine Zinsen erhoben. Der Strom war kostenlos. Bildung kostenlos. Medizinische Behandlungen kostenlos. Alle frisch Vermählten erhielten umgerechnet 45.000 Euro vom libyschen Staat, um ihre eigene Wohnung zu kaufen und ihre Familie zu gründen. Ein Teil des libyschen Ölverkaufs wurde direkt den Konten der libyschen Bürger gutgeschrieben. Gaddafi stand kurz vor der Vollendung des weltweit größten Trinkwasser-Pipeline-Projekts durch die Sahara für eine bessere Wasserversorgung von Bevölkerung und Landwirtschaft. Indem sich die Europäer nun zunehmend in Streitfragen um die Asylpolitik verwickeln, sich wegen Sozialhilfe, Religionskonflikten und allerlei Folgeschäden in die Haare geraten, tun sie Zug um Zug genau das, was die Fallensteller von Anfang an wollten. Und während wir uns noch die Köpfe blutig schlagen, ist der instrumentalisierende US-Global-Player bereits wieder 3 Nasenlängen voraus. Jeder, der sich darum jetzt in falscher Weise für die armen Flüchtlinge einsetzt und gegen eine harte, konsequente Asylpolitik kämpft, spielt einmal mehr direkt jenen US-Strategen und Finanzoligarchen in die Hände. Diese sind es doch, die die überfüllten Schiffe mit Flüchtlingen unter der US-Flagge an die europäischen Grenzen befördern. Wir halten wieder fest, einmal mehr geht es dabei nicht um die Rettung von irgendwelchen Kriegsopfern, auch nicht in erster Linie um die immensen finanziellen Gewinne aufgrund der organisierten Flüchtlingsindustrie. Das ist alles nur kleines Taschengeld auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Was ist das eigentliche Ziel? Die totale Schwächung und Destabilisierung Europas und auch der ganzen, noch nicht amerikanisierten Welt. Besser man glaubt das. Die strategische Kriegsführung der nach Weltherrschaft strebenden US-Administration gegen Europa ist so bewusst berechnet wie etwa die Entfernung einer Bienenkönigin durch einen Bienenzüchter. So gewiss der Bienenzüchter weiß, dass bei einem zu frühen Beseitigen der Bienenkönigin der ganze Bienenstock dem Untergang geweiht ist, so genau wusste die Washington-Regierung, dass der Eliminierung Gaddafis und den Regierungsstürzen Nordafrikas eine Destabilisierung von ganz Europa auf den Fuß folgen wird. Und solche gezielt vom eigentlichen Vorhaben ablenkenden Spielzüge, zwecks Instrumentalisierung ganzer Völker mittels Hauptmedien, geschehen auch auf jedem anderen lebenswichtigen Gebiet. Völlig unwissend verhelfen wir denselben selbsterwählten Weltherrschern auch gerade zur absoluten Macht über unser Geld, über unseren Wohlstand und Besitz. Wie das geschieht? Indem wir Spielzug um Spielzug die als praktisch präsentierten Vorzüge eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs durch Anwendung von Kreditkarten unterstützen. Wir geben den globalen Spielen auch gerade die absolute Macht über unsere Kinder. Auf welchem Weg? Indem wir widerstandslos deren neue Frühsexualisierungslehrpläne, deren Gender-Ideologie samt staatlichen Erziehungsrechten hinnehmen. Wir spielen ihnen auch gerade die totale Macht über unsere selbstständigen Nationalitäten und Freiheiten ahnungslos in die Hände. Wie das? Indem wir der Politik der Hauptmedien nach dem Munde reden. Auch indem wir instrumentalisiert allerlei manipulierte Demonstrationen durchführen, die zur Heraufbeschwörung eines totalen Demonstrations-, Versammlungs- und schließlich Redeverbotes führen sollen. Es gilt stattdessen, diese tieferen Zusammenhänge in Wahrheit von Mund zu Mund und das Volk zu bringen. Verbreiten Sie darum Filme wie diesen, reichen Sie aufklärende Literatur von Hand zu Hand weiter. Denn selbst Strafanzeigen gegen all solche Verbrechen kommen in den meisten Fällen bereits zu spät.
weil sich ein unüberschaubarer Filz instrumentalisierter Staatsdiener bis hinein in die höchste Justiz eingenistet hat. Hier also nochmals zusammengefasst, der eine absolute, allgegenwärtige rote Faden dieser weltumspannenden Machtspiele. Es geht um die Schwächung aller Nationen, die auf eigenen Beinen stehen wollen, bis hin zur Unterwerfung unter die eine Weltregierung. Diese wird aber nach erfolgtem Unterwerfungskreuzzug keinesfalls von ihrer Versklavung aller Nationen ablassen. Von da an wird die Sklavenhaltung erst so richtig beginnen. Dann aber wird über Nacht Schluss sein mit Cola, Bier und Drogen. Ebenso mit freiem Sex, feinem Essen, Alkohol, Urlaub und dergleichen. Dann wird nur noch gearbeitet und gedient. Wem gedient? Natürlich denen, die das Spiel gewonnen haben, den geschickten Global Players, den künftigen Weltherrschern. Angesichts des geschilderten Informationskrieges im Geist übermenschlicher Bosheit gleichen die Völker kleinen Kindern, die auch beim besten Willen mit all den schnellen Entwicklungen nicht Schritt halten können. Auch wir von Klagemauer TV werden immer mal wieder von diesem Informationskrieg heimgesucht. Zu Zeiten haben wir es auch mit strategischer Irreführung durch gezielt instrumentalisierende Gegenargumente oder dann mit schlicht gefälschten Aussagen zu tun. Kurzum, wir bitten um Ihre Nachsicht, wenn auch wir mal einen Spielzug gegen die immer feinmaschiger agierenden Strategen verlieren. Leider sind wir weder gegen Fehlberichterstattung noch gegen hinterhältige Instrumentalisierungsversuche von vornherein immun. Helfen Sie mit, die immer durchtriebener werdende Kriegsführung durch Fehlinformation zu überwinden. Helfen Sie durch Ihr Wissen, aber auch durch die Verbreitung solcher Sendungen Licht ins finstere Spiel zu bringen. Schreiben Sie selber Kurzartikel, die solcherlei strategische Überlegungen entlarven und senden Sie uns diese zu. Helfen Sie, die immer wiederkehrenden Handlungsmuster kriegstreibender Globalstrategen schon in den Ansätzen bewusst zu machen und böswillige Pläne schonungslos ans Licht zu bringen. Bleiben Sie angesichts genannter Sachverhalte einfach nicht tatenlos. Genau Ihr Mitwirken zählt. Ihre Passivität dagegen ist das stärkste Instrument in der Hand genannter Kriegstreiber. Ihre Passivität ist deren Waffe. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.